bin Manuel, ich bin von der Naturschutzjugend in Hamburg und wir haben den Jugendumweltgipfel 2011 nicht nur präsentiert, sondern auch organisiert und sind jetzt gerade dabei, dass es alles ein bisschen abläuft. Der Jugendumweltgipfel ist ein großes Projekt im Rahmen der Umwelthauptstadt Hamburg, wo sich 400 Jugendliche an diesem Wochenende getroffen haben, diskutiert haben, Ideen ausgetauscht haben und auch inhaltlich gearbeitet haben, verschiedene Workshops und Speedforce-Regeln sich angehört haben. Die Funktion soll eigentlich sein, dass wir den Gedanken der Nachhaltigkeit und von Umweltschutz einfach breit streuen, dass wir viele Leute erreichen, dass wir die jungen Leute dazu anregen, sich Gedanken zu machen, dass wir auch ein starkes Signal an die Stadt senden, dass wir da sind und dass wir uns Gedanken machen. Es waren diverse Jugendliche da, so Altersspanne zwischen 15 und 25, es waren Studenten da, es waren Schüler da, es waren internationale Gruppen da aus Russland, aus Spanien, aus Brasilien, die auch alle mit teilgenommen haben und dazu noch viele Gäste. Die Finanzierung, wir haben das für die Umwelthauptstadt Hamburg ausgerichtet sozusagen. Das heißt, von denen ist das Geld sozusagen gekommen und wir haben uns um Organisation und Ablauf gekümmert. Mir persönlich hat am besten gefallen, dass wir gestern in der Mittagspause internationale Experten zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt zu Gast hatten, die aus einem anderen Workshop, der parallel stattgefunden hat, da waren und mit denen die Jugendlichen diskutieren konnten und gucken konnten, was läuft denn eigentlich in anderen Städten Europas so gut und was läuft vielleicht nicht so gut. Wir werden unser Bestes versuchen, denke ich, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Es war wahnsinnig viel Arbeit und ich muss mal sehen, wie wir das dann verkraften. Ich bin hier auf diesem Umweltgipfel, weil ich zufällig habe ich das gefunden. Ich wohne in der Nähe und ich habe die Schilder gesehen und dachte, ich gehe mal hin. Und habe hier mal so Workshops mitgemacht. Es gibt hier viele, viele nette Leute, verschiedenen Alters, aus verschiedenen Ländern. Wir haben Leute aus Südamerika, aus Afrika und ja, Workshops zu verschiedenen Themen. Wir haben uns Gärten angeguckt in Hamburg. Ja, finde ich gut. Das bringt Jugendliche zusammen, die sich über Umweltthemen austauschen möchten und bringt Spaß. Ich habe ein Gardening-Projekt gemacht. Wir haben uns zwei verschiedene Gärten hier in Hamburg angeguckt. Einmal in St. Pauli. Da gibt es einen Gemeinschaftsgarten. Das ist ein Projekt, seit Mai existiert das. Sie haben auf einem Hinterhof haben sie ganz viele Kisten, wo sie Pflanzen aufziehen, einen großen Garten, der von jedem, der mitmachen möchte, bewirtschaftet wird. Ganz viele Leute kommen dahin, gärtnern ein bisschen. Das war sehr schön, das war sehr interessant zu sehen. Und das, ich glaube, sehr viel Soziales passiert da. Die Leute helfen sich, zusammen wird gekocht, zusammen wird gesehen, ach, wie kann man die Schädlinge besiegen. Und alle lernen was dazu und machen was gemeinsam. Und es wächst eine Gemeinschaft. Das sind Seed Bombs. Die kann man ganz leicht selber herstellen aus Matsch und irgendwelche Pflanzensamen reintun. Von Pflanzen, die man gerne mag, isst oder wie auch immer, von denen man gerne möchte, dass sie sich weiter verbreiten. Und die schmeißt man dann in Nachbarsgarten oder den Park oder was auch immer. Woo! Seed Bombs! Yeah, Seed Bombs!